Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, ich nehme euch heute wieder ein bisschen mit. Ich habe gerade ja im Haus ein bisschen Klarschiff gemacht. Der Leo schläft nämlich gerade noch und ich dachte, ich nutze die Zeit jetzt einfach mal. Das habe ich nämlich schon länger vor, aber jetzt bietet es sich an, weil ja, es ist jetzt ein bisschen ordentlich und sauber überall. Ich mache mal wieder ein Hausupdate für euch, denn wir sind jetzt knappe 3 Monate hier im Haus. Mal kurz rechnen. Ja, knappe 3 Monate. Okay, sagen wir 2,5. Und ja, ich habe euch ja immer wieder so einen kleinen Einblick hier in den Vlogs gegeben. Was ist schon alles passiert? Was haben wir gemacht? Aber so ein vollumfängliches Hausupdate habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Und viele Dinge habe ich euch, glaube ich, hier auch noch gar nicht so richtig gezeigt. Und deswegen dachte ich, nutze ich jetzt die Gelegenheit, ja, weil ich finde es nach wie vor so ein bisschen ja, spannend auch für uns einfach zu dokumentieren, wann ist was ungefähr passiert und wie sind so die einzelnen Schritte, bis wir dann irgendwann hoffentlich in Anführungszeichen fertig sind, weil ich glaube, mit so einem Haus oder ja generell ist man da einfach nie richtig fertig, aber zumindest mal so, dass, ja keine Ahnung, alle Schalter, Steckdosen funktionieren, dass alle Kartons ausgepackt sind, solche Dinge, ihr wisst, was ich meine. Und ja, deswegen fangen wir jetzt einfach mal an, wie man unschwer erkennen kann, sind wir im Bad. Ich glaube, das habe ich euch auch noch gar nicht so richtig gezeigt. Es ist ja relativ spät erst fertig geworden. Wir haben ja die ersten Wochen tatsächlich uns unten in der Küche immer die Zähne geputzt. Anfangs auch immer nur noch mit kaltem Wasser. Gott sei Dank ja, haben wir das jetzt mittlerweile pur. Das heißt, wir haben jetzt hier oben auch das schöne Badezimmer fast ganz fertig. Und Dusche funktioniert natürlich, Badewanne funktioniert auch seit ein paar Wochen jetzt. Am Anfang hat er nur die Dusche funktioniert. Badewanne haben wir dann auch irgendwann in Betrieb genommen. Und ja, ich glaube, ich zeige es euch jetzt einfach mal, wie es aktuell aussieht. Wie gesagt, ihr werdet im ganzen Video überall noch so ein bisschen Unordnung, ein bisschen Chaos sehen. Auf einer Etage auch noch relativ viel Dreck, aber so ist es halt. Wir sind eben einfach noch nicht ganz fertig und ich zeige es euch einfach trotzdem, weil ich denke, es ist zum einen interessant für euch, wenn ihr die ganze Hausvlog-Geschichte schon mitverfolgt habt, ist es vielleicht, wie gesagt, tatsächlich interessant. Andererseits will ich natürlich hier auch einfach zeigen, wie es tatsächlich ist. Also es bringt ja nichts, wenn ich euch die unschönen Ecken sozusagen ausspare und so tue, als ob hier wirklich alles schon picobello ist. Ist es aber nicht. Das möchte ich nicht. Ich möchte hier ein authentischer Kanal sein und wenn dann eben hier überall mal gerade im Hauseingangsbereich noch ein bisschen Dreck rumliegt, weil wir ja, da einfach noch gar nicht die Möglichkeit haben, richtig zu putzen, dann ist es eben so. Und dann zeige ich euch das eben dementsprechend. Aber wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Badezimmer. Also von hier kommen wir rein und haben dann hier, das hätte ich beinahe gesagt, Gästetoilette, aber das ist ja ganz normal die Toilette. Wir nutzen die ehrlich gesagt gar nicht so oft. Sie ist auch noch nicht wirklich hübsch. Es fehlt hier auch noch der Toilettenrollenhalter, das steht alles noch hier oben. Hier oben ist auch noch nicht wirklich hübsch gemacht. Aber sie ist funktionsfähig und das reicht erstmal. Aber wir nutzen sie, wie gesagt, relativ selten. Also eigentlich eher die unten im Erdgeschoss. Genau. Und dann kommen wir ja hier schon zu einem der Highlights. Ich habe mich so auf diese Badewanne gefreut, obwohl ich eigentlich gar kein Bademensch bin. Ich bin absolut Team Dusche. Mir gefällt aber diese Form so unglaublich und deswegen freue ich mich einfach, sie anschauen zu können. Ich zeige es euch einfach mal kurz. Ja, auch das hier ist, ja, wie wir halt gerade hier leben, dann liegen noch so ein paar Klamotten rum. Ich finde, die ist von der Form echt richtig cool. Also es ist keine Eckbadewanne, sie ist aber auch nicht gerade. Also, und sie ist vor allem riesig. Also, wenn mein Mann hier mit Nino badet, dann ist da immer noch super viel Platz. Der Kleine kann hier planschen und toben und wie auch immer. Und ich denke auch irgendwann mit 2 Kindern ist das absolut, und meinem Mann immer noch super viel Platz. Also, ich liebe diese Wanne. Was ich auch liebe, sind die schwarzen Armaturen. Die haben wir ja auch hier. Und da habt ihr mich schon unter einem der letzten Videos gefragt, was ich denn bezüglich der Pflege der schwarzen Armaturen sage. Also ich muss sagen, sie sind nicht mehr, aber auch nicht weniger pflegeintensiv wie ganz normale silberne Armaturen. Man sieht genauso die Kalkspritzer drauf und wenn sich da ein bisschen Staub drauf abgelegt hat. Ja, ich kann es euch jetzt wie immer kurz zeigen, das ist noch ja, ein bisschen hier die Überreste vom Baden vom Wochenende. Ja, aber das sieht, würde man bei silbernen Armaturen genauso sehen und von daher, ich finde sie einfach super schön. Es passt einfach hier in dieses Konzept farblich, was ich mir ausgesucht habe und wie gesagt, ich habe nicht mehr zu putzen als bei den silbernen. Also von daher,
Ich kann sie nur empfehlen. Ich mag es und es sieht halt einfach, ja, ist ein Hingucker und sieht einfach schön aus. Und was ich vor allem an unseren Armaturen liebe, die ich jetzt speziell mir ausgesucht habe, man kann diesen Wasserhahn drehen. Bei der Badewanne übrigens auch, was super praktisch ist. Ich habe den nämlich hier meistens bei meinem Waschbecken so ein bisschen hier drüben. Ja, super zum Gesicht waschen. Keine Ahnung, man kann ihn auch wirklich komplett hier zur Seite. Also, ach, ich liebe es. Ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Genau, dann habt ihr hier schon gesehen. Ich drehe euch nochmal um. Waschtisch mit den aufgesetzten Waschbecken. Hier nochmal so eine kleine Kommode und dieser riesige, riesige, coole Spiegel. Ich liebe den. Ich habe mir das so, so, so sehr gewünscht, hier im Haus so einen richtig großen Spiegel zu haben. Der ist hintergrundbeleuchtet und hat hier vorne diese Vordergrundbeleuchtung. Wir haben auch eine Spiegelheizung uns einbauen lassen. Bin ich auch sehr, sehr, sehr happy mit. Mag ich unglaublich gerne, wenn man hier heiß gebadet hat oder geduscht hat, dann ist der Spiegel auch ganz, ganz, ganz schnell wieder ja, blitzeblank. Und ja, ich finde, das macht diesen Raum einfach nochmal so riesengroß. Also ich liebe es. Hier ist so ein bisschen noch Rumpelecke. Die ganzen Kisten, die gehören eigentlich noch in den Keller. Warum die da noch nicht stehen, zeige ich euch gleich. Und hier ist eben auch nochmal ein Hochschrank, der eben auch zu diesen Möbeln passt. Ich habe ihn noch nicht einräumen können, weil wie gesagt noch nicht, ja, ich noch nicht rankomme. Aber ja, da ist er auf jeden Fall. Zeige ich euch dann nochmal, wenn es ja, wenn es hier ein bisschen ordentlicher ist. Und die Plissés haben wir mittlerweile auch dran. Diesen Beistelltisch, den habe ich euch schon mal gezeigt. Der stand mal am Anfang kurz im Wohnzimmer. Den habe ich jetzt hier hochgestellt. Und finde ich eigentlich ganz passend hier im Bad. Mit diesen kleinen Holzelementen passt dann wiederum hierzu. Und generell ist es ja schwarz. Das heißt, es passt super gut hier ins Bad rein. Dann haben wir hier unseren schwarzen Handtuchhalter, den kennt ihr ja schon. Jetzt nehme ich euch mal kurz mit in die Dusche. Da geht man praktisch dann einfach hier dran vorbei. Ich hoffe, es ist nicht mehr nass vom Duschen heute Morgen. Genau, nee, passt. Und dann ist man hier praktisch in der Dusche drin. Ich glaube, ich habe es euch einmal schon kurz gezeigt. Wir haben ja hier dieses Fenster eingebaut und die Lichter hier oben mittlerweile funktionieren auch. Also es macht echt ein richtig schönes Licht hier und ich finde, sie ist super groß. Also ich finde, hier hat man richtig viel Platz zum Duschen und ja, ich mag das auch, dass es hier überall mit diesen Fliesen, mit den dunklen sind. Hier haben wir dann wieder die hellen, aber ja, ich mag das wirklich sehr, sehr gerne und bin super happy mit dem Bad. Hier sind auch die ganzen Deckenspots sind drin und ja, das Einzige, was jetzt eben hier noch nicht so perfekt ist, ist eben, dass wir hier dieses Chaos da hinten noch ein bisschen beseitigen müssen und hier stehen auch noch ja, unsere Koffer, die müssen auch noch ihren Platz finden, aber ansonsten ja, ist hier schon richtig, richtig ja, eingerichtet, sage ich mal. Machen wir hier alles aus. Jetzt gehen wir nämlich weiter. Wir können also praktisch vom Treppenhaus ins Bad. Wir können aber auch hier direkt vom Schlafzimmer ins Bad. Und da zeige ich euch jetzt auch ganz kurz, wie der Stand ist. Da hat sich eigentlich nicht viel geändert, seitdem ich euch hier mitgenommen habe, als ich das hier alles schön gestaltet habe. Da könnt ihr auch gerne nochmal reingucken in das Video, wenn es euch interessiert. Und ja, ich mache es tatsächlich, seitdem ich das hier alles so gemacht habe, jeden Tag mit der Tagesdecke, mit den Kissen. Es ist bisher kein Tag vorgekommen, wo ich es nicht gemacht habe. Ich habe das jetzt tatsächlich nicht nur für euch gemacht, sondern es sieht hier tatsächlich jeden Morgen so aus, weil ich es einfach so schön finde, weil ich mich einfach jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, so freue, dass es eben einfach so aussieht. Und deswegen mache ich das mit Liebe und Hingabe. Ich bin gespannt, wie lange es noch anhält. Was nach wie vor noch nicht dran ist, ist die Lampe. Und hier steckdosentechnisch und lichttechnisch. Neben dem Bett ist auch noch nichts passiert, aber ja, das kommt nach und nach. Das ist ja die Wand gegenüberliegend vom Bett und ja, ich bin immer noch verliebt in diese Optik. Also ja, ich liege super gerne auf dem Bett und gucke mir das an, also wenn ich die Zeit dazu hätte. Meistens abends, wenn ich den Leo schlafen bringe, wir haben die Rollläden funktionieren hier nämlich noch nicht. Deswegen kommt hier abends immer so ein ganz, ganz bisschen Licht rein, einfach vom Mond. Und dann sehe ich das immer und freue mich einfach unglaublich, ja, weil es mir einfach immer noch so gut gefällt. Dann haben wir ja die beiden Durchbrüche hier. Einmal hier und einmal da ins Ankleidezimmer, Schrägstrich Büro.
Hier ist noch so ein bisschen zugebaut und Chaos. Das ganze Zimmer ist eigentlich ehrlich gesagt noch ein bisschen chaotisch, deswegen kann ich jetzt hier nicht durchlaufen. Ich bin dabei, Ordnung zu schaffen. Das ja, muss eben alles nach und nach und Stück für Stück. Ich merke wirklich, dass wir langsam vorankommen. Aber ja, es ist halt so. Wir leben hier, wir haben zwei Kinder, zwei kleine Kinder und da kann ich einfach nicht sagen, komm, jetzt power mal hier das Wochenende durch und machen von morgens bis abends. Das geht einfach nicht. Und deswegen muss es halt einfach nach und nach. Aber ich denke, wir haben schon viel geschafft und das muss man einfach sehen. Ja, hier gibt es ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sehen. Es ist wirklich absolut rumpelkammermäßig. Ich zeige es euch einfach mal kurz. Also hier kommt man ja vom Schlafzimmer rein. Hier ist der andere Durchbruch, Badezimmertür. Und das hier ist die Tür vom Treppenhaus. Und jetzt hier einfach ein bisschen eine kleine Büroecke für meinen Mann eingerichtet, beziehungsweise auch für mich. Die wird demnächst auch mal ein bisschen aufgehübscht. Mein To-Do für heute Nachmittag. Ja, und hier seht ihr, da ist einfach noch ja, richtig viel Chaos. Ja, Kleiderschrank. Ja, hier fehlen zum Beispiel auch noch die ganzen Deckenlichter. Da haben wir bisher nur die, wo sieht man es denn jetzt mal genau, die Löcher vorgebohrt, dass wir wissen, wo die Kabel sind. Die Lampe funktioniert aber schon. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist dieser Raum noch nicht wirklich ja, gemacht. Man kann hier seine Klamotten lagern, man kann hier auch sitzen und arbeiten, aber mehr eben auch noch nicht. Aber ja, wie gesagt, Stück für Stück, nach und nach. Im Treppenhaus, ich glaube, das ist mit die ja, krasseste Veränderung, glaube ich, die ich euch zeigen kann. Vielleicht sieht man es auch schon. Es ist weiß. Das waren wir, glaube ich, wann war das denn? War das im Dezember? Ich meine, es war Dezember. War der Maler hier und hat ja alles weiß gemacht. Auf Instagram habe ich euch da so ein bisschen gezeigt, aber nicht alles. Und es hat so einen krassen Unterschied gemacht. Ich kann mal versuchen, ob ich vielleicht noch ein paar Bilder habe, die ich euch hier einblenden kann. Ich bin wirklich die ersten Tage hier durchgelaufen mit offenem Mund und habe einfach nur diese Helligkeit genossen. Dieser dunkle Lehmputz hat so gedrückt und es hat einfach so viel auch an Wohlbefinden verändert, dass hier einfach jetzt mal weiß ist. Also es ist wirklich, ich zeige es euch jetzt einfach mal so rum, wirklich alles richtig schön hell und weiß. Das Fenster ist noch nicht geputzt, das muss ich unbedingt machen. Hier kommen noch Strahler hin an die Wand. Aber es ist jetzt wirklich richtig alles schön weiß. Hier stand an Weihnachten auch so ein bisschen Deko. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Da will ich jetzt langfristig auch noch irgendwas hinmachen. Da bin ich noch so ein bisschen am Tüfteln, was wir machen. Aber ja, es ist einfach so schön, dass jetzt alles weiß ist. Unser Treppengeländer fehlt nach wie vor. Es macht mich wahnsinnig. Es stört mich ungemein, weil dadurch, dass das Geländer noch nicht dran ist, kann eben der Treppenbauer die Treppe nicht weitermachen. Und dementsprechend sieht die halt immer noch so aus. Der hatte die irgendwann mal angefangen abzuschleifen. Hat aber gesagt, es macht nicht Sinn, da jetzt weiterzumachen und die schon schön zu machen, wenn eben das Treppengeländer noch nicht drin ist. Und ja, ich kann das hier alles also noch nicht richtig putzen und es sieht halt einfach auch ja, nicht schön aus, aber es wird nach und nach und ich hoffe, wir kriegen irgendwann mal ja, eine Einigung bzw. ein Vorankommen, was das Treppengeländer angeht. Und ja, auch hier gehen gleich runter nochmal ins Eingangsbereich, Geschoss bzw. Kellergeschoss. Wir biegen jetzt gleich nochmal kurz hier ins Wohnzimmer ab, da zeige ich euch auch noch ein paar Sachen. Aber ja, es ist einfach so cool, dass es jetzt weiß ist. Es macht so viel aus, es ist unfassbar. Und was ich euch auch zeigen kann, ja, wir haben Licht im Treppenhaus hier unten. Wir haben hier so ein Strahler und hier so ein Strahler, das sind die, die auch oben nochmal hinkommen. Das war was, was wir ganz lange Zeit auch nicht hatten. Die hängen noch gar nicht so lang, die beiden Lampen. Und ja, es ist einfach so cool. Ja, es sind einfach diese Kleinigkeiten, über die wir uns jetzt freuen, wie Licht im Treppenhaus. Richtig cool. Was auch gemacht wurde mittlerweile, Elektriker war da und hat hier schon ganz, ganz viel angeschlossen. Das heißt, hier haben wir jetzt auch nicht mehr so diesen krassen Kabelsalat. Es sieht vielleicht immer noch heftig aus für den einen oder anderen von euch, aber wenn ihr wüsstet oder wenn ihr noch in Erinnerung habt, wie es vorher ausgesehen hat, ist das schon richtig super. Genau, den Rest unten machen wir gleich, aber wie gesagt, ja, wir haben Lampen, das ist so cool. Ich freue mich. Dann gehen wir jetzt weiter hier ins Wohnzimmer. Den Bereich kennt ihr, denke ich, eigentlich schon ganz gut.
Was ich euch, glaube ich, noch gar nicht so richtig gezeigt habe, ist, wie jetzt mittlerweile das Gäste-WC aussieht. Da hat sich nämlich auch einiges getan. Zeige ich es euch am besten. Okay, da sitzen wir so rein. Also auch hier haben wir einen richtig schönen hintergrundbeleuchteten Spiegel. Also vielleicht zeige ich es euch doch mal kurz so. Der ist auch richtig, richtig schön groß. Das wollte ich auch. Ich gehe noch mal kurz ein bisschen raus, dass ihr es sehen könnt. Also der ist wirklich, ich glaube 80x80 ist der. Mag ich richtig, richtig gerne. Dann haben wir mittlerweile auch hier diese ganzen Accessoires angepasst. Also das hier wollte ich ja unbedingt haben, diesen Handtuchhalter. Dann haben wir den, wie nennt sich das? Handtuchhalter angebracht. Und hier die Toilettenrollenhalter, alles eben in schwarz und relativ kantig. Und was ich jetzt relativ neu hier noch hingemacht habe, ist das Regal. Ich liebe das. Das passt so super zu dem Rest. Ich bin total verliebt. Und immer, wenn ich mich hier in diesem Raum aufhalte, muss ich da einfach hingucken, weil ich mag es einfach so. Es ist also, ja, voll mein Geschmack und mir gefällt es richtig gut. Mit einer kleinen Pflanze, kleine Baby-Efeu, ein bisschen Raumduft und einfach einem Bild. Und ich finde, es macht dann einfach schon so einen Raum einfach ganz, ganz anders. Die Lampe, die kennt ihr, glaube ich, auch schon. Die habe ich euch auch schon mal gezeigt. Da soll auch nochmal eine andere Glühbirne rein. Einfach so eine, da gibt es ja diese Glühbirnen, die auch so ein bisschen richtig schön sind einfach. Und ansonsten gibt es eigentlich zu dem Raum gar nicht so viel zu sagen. Plissé haben wir auch hier. Ja, aber wie gesagt, also dieses Regal, ich mag es ganz, ganz gerne. Es ist eigentlich total schlicht und aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich in diesen Raum komme, dass ich das dann hier so sehen darf. Genau. Und was wir jetzt auch relativ frisch im Wohnzimmer, also ich sage immer wir, ne? Vieles mache ich alleine, vieles macht mein Mann alleine, was wir relativ frisch angebracht haben, sind endlich die Deckenspots. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt richtig sehen könnt. Ich mache es nochmal kurz aus. Die sind, jetzt könnt ihr es besser sehen, auch schwarz. Da hatten wir ja auch erstmal nur diese Reihe hier, dass wir überhaupt ein bisschen Licht haben. Jetzt haben wir mittlerweile alle angebracht. Und was wir auch haben, tada, hier haben wir auch nochmal so einen Strahler angebracht hinter dem Fernseher. Weil wir hier das einfach mögen, wenn man hier abends sitzt und ein bisschen Fernseh schaut oder so. Er funktioniert noch nicht, aber er hängt schon mal. Ist so ein bisschen indirektes Licht. Das ist übrigens auch eine schwarze Lampe. Und das kann man auch bei den Lampen im Treppenhaus machen. Man kann da diesen Winkel hier, wie die Lampe strahlen soll, kann man so einstellen. Und da will ich dann mal im Treppenhaus mal so ein paar Versuche machen, wie das praktisch aussieht mit unterschiedlichen Winkeln, wenn die ja eben entweder so ein bisschen schmaler sind oder wirklich ganz schmal. Da will ich noch mal ein bisschen machen. Aber das finde ich ganz cool, dass man die verstellen kann. Und die gleichen kommen auch noch hierhin, 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 hierhin und hierhin. Da hat mein Mann jetzt mittlerweile auch schon alles vorbereitet. Wir warten jetzt nur noch drauf, dass ich die Zeit finde zu streichen. Dafür haben wir auch schon alles besorgt. Und dann kommen die Lampen einfach hin. Aber vorgebohrt haben wir schon. Und ansonsten ist hier im Wohnzimmer bis auf Licht gar nicht so viel Neues passiert. Ich überlege gerade. Nein. Küche habe ich euch ja auch in einem der letzten Videos ganz ausführlich gezeigt. Weiß nicht, habe ich da gezeigt, dass hier auch schon die ganzen Deckenspots drin sind. Deswegen gehe ich jetzt gar nicht so genau auf die Küche ein. Die könnt ihr euch gerne, wenn ihr das Video noch nicht auch angeschaut habt, in das Video nochmal reingucken. Was ich hier aber noch gar nicht gezeigt habe, so richtig, glaube ich, ganz am Anfang nur mal kurz, ist hier unsere Abstellkammer, die ich irgendwann jetzt auch mal angefangen habe aufzuräumen. Sie ist immer noch chaotisch, weil auch da noch ganz viel steht, was in den Keller muss. Aber man kann sie mittlerweile betreten und nutzen. Und das sind zwei ganz wichtige Punkte. Auch hier haben wir mittlerweile Licht. Wenn es auch nur so ist. Aber wir haben Licht. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, so, wie es jetzt gerade hier aussieht. Also hier haben wir jetzt unsere ganzen Putzgeräte. Das sind die beiden Geräte übrigens, die ich euch im letzten Vlog gezeigt habe und empfohlen habe. Den kann man hier so super cool aufhängen.
wie alles, wie gesagt, unbezahlte Werbung, aber Empfehlung von Herzen und kann das dann direkt hier auch laden mit dem ganzen Zubehör und so weiter. Und das ist die Station, wo der sich der Nasswischer selber reinigt. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Mega, mega cool. Haben wir ein Regal oben drüber gehängt. Da steht auch noch nicht alles, was soll. Auch noch nicht so, wie es soll. Da die ganzen Putzsachen und so weiter, Staubsaugerzubehör und so weiter. Was wir auch relativ neu dann noch hier reingestellt haben, ist dieses Regal. Achtet nicht auf den Inhalt. Oh mein Gott, da muss noch so viel geschehen. Aber ich kann mittlerweile hier endlich mal, Gott sei Dank, endlich was hinstellen. Von daher, ja, es ist noch total chaotisch, weil noch kein System drin ist. Es ist auch noch nicht alles richtig geordnet und organisiert. Aber ich brauchte unbedingt mal so ein Regal, wo ich irgendwann mal was reinstellen kann. Es ist eine ganz, ganz grobe Ordnung drin, aber lang nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Und das hier, dieses Kartonchaos, ja, das ist einfach das, was größtenteils noch in den Keller muss, wo ich dann auch nochmal aussortieren muss. Deko und was weiß ich, was da alles drin ist. Das ist alles beschriftet. Manches muss eben einfach auch noch seinen Platz hier im Haus finden. Aber ja, da ist es jetzt erstmal so, dass ich auch weiß, wo was drin ist. Aber ja, mir war es echt wichtig, dass wir diesen Raum jetzt wirklich auch mal, ja, nutzen können für das, wo er eigentlich da ist. Hier steht zum Beispiel auch unser Plastikmülleimer und so weiter. Ja, das war mir wirklich wichtig, dass wir da mal Ordnung drin machen. Und ja, ich glaube, mehr gibt es hier auf der Etage nicht. Und jetzt wollte ich mit euch aber auf jeden Fall nochmal runtergehen und euch den Eingangsbereich und den Keller nochmal zeigen. Gucken, dass das Video wieder nicht zu lang wird, aber ich beeile mich jetzt, weil viel ist es nicht mehr. Ja, wie gesagt, es macht mich echt einfach glücklich und die kann man, wie gesagt, auch sowohl oben als auch unten verstellen, was diesen Lichtkegel angeht. Finde ich mega, mega cool. Auch hier ist alles weiß. Und, also nicht erschrecken, ne? Hier ist jetzt wirklich dieser Chaosbereich. Auch hier unten im Eingangsbereich haben wir jetzt Licht, hatten wir auch ganz lange nicht. Hier haben wir übrigens weiße Deckenstrahler drin. Und ja, hier beginnt dieses eigentliche Chaos. Also, was zum Chaos unter anderem führt, ist, dass hier einfach noch nicht gefliest ist. Was wiederum bedeutet, dass ich hier einfach noch nicht richtig putzen kann, weil diesen rohen Beton, Estrich, wie auch immer man das nennt, kann man einfach nicht nass putzen und dementsprechend kann man es halt nur absaugen. Aber es bleibt halt immer gerade jetzt in dieser matschigen Jahreszeit irgendwas hängen. Aber ansonsten, also auch hier endlich weiß, das war mir so wichtig, dass das zeitnah passiert, weil es hat mich so bedrückt, dieses Dunkle von dem Lehmputz, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Was hier eben auch alles noch nicht richtig ist, ist Kinderwagenabstellplatz. Hier steht gerade mein Wäschetrockner, um Wäsche zu trocknen. Ja, also es ist einfach alles noch nicht so richtig, wie es soll. Was neu eingezogen ist, ist aber hier so ein Outdoor-Teppich, der sehr unempfindlich ist und den man auch toll reinigen kann. Ja, und der farblich dann eben hier zu unseren Möbeln passt. Da bin ich dann gespannt, wie das wirkt, wenn dann endlich auch mal unsere anthrazitfarbenen Fliesen hier liegen. Aber ja, so sieht eben jetzt gerade, ich zeige es euch einfach nochmal so, dieses Chaos hier aus. Unsere Sitzbank, die ich erneut zu den Möbeln gekauft habe, Kleiderschrank, Schuhschrank und so weiter. Und genau, jetzt zeige ich euch einfach mal kurz, was der Grund ist, warum so vieles noch nicht im Keller landen kann, wie eigentlich gewünscht. Wir haben uns nämlich dazu entschlossen, hier im Keller ist noch eine zusätzliche Wand reingekommen. Licht anmachen. Licht geht nicht, okay. Also ursprünglich war ja das hier alles ein Raum. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, hier nochmal eine Trockenbauwand einzuziehen, dass hier die Waschmaschine und so weiter stehen kann. Und hier hinter der Wand, man sieht es leider nicht, weil ich hier kein Licht habe, doch hier so ein bisschen ist ja unsere Heizung. Wir haben hier eine Pelletheizung. Und immer wenn mein Mann in diesen Tank diese Pellets gefüllt hat, hat das gestaubt. Und mich hat es wahnsinnig gemacht, dass immer meine Waschmaschine und so weiter und auch die Wäsche, die hier dann hier mal stand, dass das immer dann alles staubig wurde. Ich habe gesagt, ich kann hier nicht Wäsche waschen und versuchen, alles ordentlich zu kriegen und sauber zu kriegen, wenn dann hier alles immer staubig ist. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir ziehen nochmal eine Wand rein. Das hier bleibt ja auch nicht langfristig die Waschküche. Wir machen ja noch, weiß ich nicht wann, diesen Anbau, wo nochmal eine Waschküche hinkommt, aber
Ja, jetzt haben wir es zumindest mal so weit getrennt, dass das nicht mehr alles so nah beieinander liegt. Hier kommt dann auch noch eine Tür rein. Diese Regale hier, die stehen auch noch nicht da, wo sie sollen. Und deswegen stehen die ganzen Kartons auch noch oben, weil die sollen dann eben in diese Regale eingeräumt werden. Und dann kann ich hier alles so ein bisschen mehr waschküchenmäßig machen. Ich will hier noch ein bisschen Schränke hin haben, wo ich dann alles waschmittelmäßig reinmachen kann. Ich möchte hier eine kleine Spüle haben, dass man hier mal was wegschütten kann, mal was auswaschen kann. Hier habe ich ganz neu so ein Wäschesortiersystem. Ihr seht auch hier, das ist jetzt gerade unsere Lichtquelle hier. Auch hier muss noch richtig Licht installiert werden. Aber ja, und was natürlich auch noch passieren muss, ist, dass der Boden gefliest wird, dass man hier eben auch vernünftig wischen kann und putzen kann. Aber ja, das ist der Grund, warum eben noch so viel im Haus ja einfach steht, wo es nicht stehen soll, weil der Keller eben noch nicht fertig ist. Also auch hier, das alles muss mal noch aufgeräumt werden. Hier stehen sämtliche Kleber und Estrich und Fugenzeugs noch und keine Ahnung was alles. Also wir sind da wirklich sehr fleißig. Mein Mann versucht, was er nebenbei, neben seinem Job schafft, hier im Haus zu machen. Und es ist halt wirklich noch viel, aber ich finde, man sieht auch schon viel. Also ihr könnt mir ja gerne mal unter diesem Video schreiben, wie ihr den Fortschritt findet, ob sich schon viel getan hat, seitdem wir hier eingezogen sind, oder ob ihr denkt, mein Gott, was macht ihr den ganzen Tag? Kommt ihr eigentlich nicht voran? Würde mich mal sehr eure Meinung interessieren. Und lasst mich mal gerne wissen, ob ihr immer mal wieder in so Abständen gerne so Hausupdates haben wollt oder ob ihr sagt, hey komm, ihr seid jetzt hier drin. Wir sehen ja auch alles so immer mal ein bisschen in den Vlogs im Hintergrund, oder ob ihr wirklich diese Haustouren, wenn sich wirklich wieder was Neues getan hat oder wenn endlich auch mal alles ausgeräumt ist und ordentlich ist, dann, wenn ihr das immer mal wieder in ja paar Monatsabständen, wenn man dann auch wirklich einen Unterschied sieht, haben wollt. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten sind wir jetzt hier einmal durch gewesen, alles was sich so im Haus getan hat, und ja, hoffe, das Video war interessant für euch. Ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen, und sage an dieser Stelle erstmal Tschüss!